Dann gehe ich davon aus, dass unsere Zuschauer auch bereits und Zuhörer schon sehen und hören. Und in diesem Sinne, ja, ich begrüße auch wirklich jeden, jede Einzelne, die und der jetzt uns zusieht und ja, diesen Moment mit uns auch teilt. Und gleichzeitig, dass ich ja recht herzlich auch Hannes Kreuziger begrüße. Hallo, Hannes. Ich freue Hi. mich so, dass du da bist und Ich freue mich dass auch. du, ja, dass du diesen riesen Moment, ja, hier mitmachst und teilst, mit all den Zuschauern, Zuhörern und mit mir vor allem. Wir kennen uns ja platonisch. Letztes Endes ja schon etwas länger. Und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, als du zugesagt hast, dass wir den heutigen Tag, heute ist ja Welttag der Musik, daraus ist ja eigentlich auch die Idee entsprungen, dass wir den ersten Online-Trauma-Kongress, was jetzt darf sich jeder auch festhalten, eigentlich der bisher größte Online-Trauma-Kongress überhaupt geworden ist. Aber dass wir mit einem wunderbaren musikalischen ja, Zusammenkommen feiern und eröffnen. Und ja, jetzt zittert, glaube ich, auch meine Stimme ein wenig, weil Das ist völlig angemessen. das ist ein Moment, was ja, womit ich glaube, gar nicht so gerechnet habe, dass es in diesem Maße und mit so vielen wunderbaren Menschen das dann passiert und kommt. Und bin auch dir so dankbar, weil die letzten Tage haben wir wirklich ganz, ganz viel hier auch mit Technik und sowas nur probiert und ja, das Programm zusammengestellt, uns überlegt. Und heute hat es auch noch ganz schön lange gedauert, bis wir da hier alles so zusammengestellt haben, dass es halt alles jetzt so wirklich läuft. Und ich würde dann jetzt tatsächlich auch trara, ganz, ganz festlich und feierlich eröffnen. Und zwar haben wir uns auch gesagt, nicht wahr? Du hast ja einen Song sozusagen zum Auftakt mitgebracht. Das ist auch ein Song, worauf ich dich schon öfters angesprochen habe. Auch auf Instagram ist eine Konzertaufnahme. Und jedes Mal, wenn ich den Song höre, also da geht einfach das Herz auf. Und wir haben gesagt, dass dieser heutige Tag und dieser Abend einfach auch das Fest der Lebendigkeit und des Lebens ist, weil Wunden und ja, Verletzungen und Traumata, Schmerzen ja schon genug. Und wir fokussieren uns jetzt auf die Lebendigkeit und das wollen wir feiern. Und dieser Song ist wirklich. Ja, da geht das Herz auf und ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz passend und toll. Aber vielleicht magst du uns erzählen, wie dieser Song überhaupt geboren ist, ja? Oh. Vielleicht der Titel erstmal auch, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ja, der Song heißt "Heute wird ein schöner Tag gewesen sein". Genau. Den Und habe das ich. ist heute auf jeden Fall. Heute wird auf jeden Fall ein schöner Tag gewesen sein. Und morgen eigentlich auch, ja. Ja. Eigentlich, also gewidmet habe ich den Song vor vielen Jahren meinem Spiegelbild, was ich morgens sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, einen noch nicht gelebten Tag schaue, wenn ich beim Zähneputzen morgens mir durch meine Haltung, die ich habe, bereits die Qualität des Tages erschaffe. Also dadurch, dass ich positiv eingestellt bin, und ich meine jetzt nicht vom Kopf zwanghaft optimistisch, Ja. vom Herzen wirklich im besten Vertrauen, dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit für mich kommen und dass ich mein Leben leben darf. Und in diesem Sinne, wenn ich in den Spiegel schaue und zu mir sage, Alter, heute wird ein richtig geiler Tag. Ich weiß auch, dass man das nicht immer kann. Ich komme aus einer Zeit, da reden wir später drüber. Genau.
wo ich das nicht konnte, wo das ganze Gegenteil der Fall war. Aber in dieser Zeit habe ich diesen Song geschrieben für mich selbst als Hymne, um mich hinten rauszuziehen und zu sagen, ich segne diesen Tag für mich selbst, sozusagen. Ich singe ihn einfach, oder? Ja, ja. Ich mache dein Bild auch einfach größer. Dass ja, mach mich laut. Genau, laut und laut. Leider nur mich, aber ich habe ja schon im Vorfeld auch mit ein paar Teilnehmer von dem Kongress darüber gesprochen und ich habe ja von Instagram eben diesen Link weitergeleitet und also die Begeisterungsfähigkeit dieses Liedes kennen ja bereits mehrere und ich frage mich, wie das, wenn sowas entsteht, dazu der Text dann auch entsteht und letztes Endes diese Songs mit einem auch machen. Wie erlebst du das, liebe Hannes? Ich habe das so mitbekommen, dass ich bin zum Beispiel malerisch etwas unterwegs, dass solche Ergebnisse, sage ich mal, oder Kinder, ja, von Künstler, was geschaffen wird. Aber nicht nur wir schaffen diese, sondern die arbeiten auch mit uns und schaffen dann wiederum uns aufs Neue. Ja, das hast du gut gesagt.
wenn ich mich diesem Moment wirklich anvertraue, und ich sage das bewusst anvertrauen, weil das so viel mit Vertrauen zu tun hat, dass ich all meine Sorgen und all das Schwere für den Moment wirklich loslasse und mich ganz am Klavier hineingebe in diesen Augenblick und mich durchströmen lasse von den Tönen, die dann kommen. Ich plane die ja nicht. Wenn ich komponiere, setze ich mich ans Klavier und ich lasse einfach mein Gefühl, mein Körper, meine Hände, mein Herz, mein ganzes Ich und darüber hinaus in dieses Klavier explodieren. Und aus diesen, das ist für mich eine Form von Meditation. Das ist für mich die beste Form der Meditation, weil ich da komplett im Jetzt bin, bin ich gegenwärtig und ich hätte früher dafür gar keine Worte gehabt, weil ich es einfach gemacht habe, schon als Kind. Aber mittlerweile weiß ich eher, was da eigentlich mit mir und dem Klavier passiert, weil wir dann eins sind. Und wie du sagst, es entsteht aus dem Vertrauen in den Moment und die Hingabe in die Musik und in das Spielen. Und da geht es auch nicht um die Qualität oder das Genre der Musik. Das ist ganz zweitrangig. Es geht darum, dass ich mich in diesem Moment fallen lasse. Oder wie sagte neulich jemand, in das Neue sinken lasse. Das Neue ist ja noch nicht da, weil die Musik, die ich schreibe, die gibt es ja in dem Moment eigentlich noch nicht. Die ist ja unsichtbar im Raum, im Kosmos. Und ich hole sie auf die Erde. Und durch diesen Prozess des Vertrauens und der Hingabe und der Spielfreude, weil ich bin ja glücklich, wenn ich das tue, ja, selbst wenn ich schwere Themen behandle, macht es mich glücklich, das zu behandeln, das ans Licht zu holen. Und auch wenn ich 1000 Mal Tränen weine, es ist ein befreiender Prozess, ein heilsamer Prozess. Und dann entsteht das Neue, ich lasse mich reinsinken und es kommt auf die Erde und dann gibt es den Song und ich bin ein Mann, aber so stelle ich mir eine Geburt vor. Was Ähnliches beschrieben habe ich gerade gestern, genau, hatte ich mal ein wunderbares Interview aufgenommen, auch mit einem Künstler, ist auch also Komponist dazu, miterleben dürfen, hat eigentlich ähnlich beschrieben wie du, also das ist letztes Endes in Momenten auch im Leben sozusagen ja entstehen, die für uns selbst auch sehr viel bedeutet haben. Also entweder am Ende von einer Phase, ne, was wir so durcherlebt haben, wie zum Beispiel eben Richtung Heilung oder wo wir irgendwie ein schweres Thema über längere Zeit verarbeitet haben oder sowas. Und am Ende kommt ja wie so eine Klarheit, ne? Irgendwie kommt auf die Welt, dann ist es dann diese Komposition. Ja, du bist als Mensch auch betroffen von Trauma. Und wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen und uns unterhalten, dass es, dass wir das wissen oder auch klar sehen, dass viele Künstler und großartige, ja, nicht nur Musiker, aber Poeten oder Maler auch, bevor sie Großes geschafft haben, einiges an Leid ertragen haben. Also aus diesem Leid sozusagen entsteht dann etwas ganz Großartiges. Und bevor das entsteht, aber muss man auch etwas loslassen. Was hast du genau erlebt und wie kam dann zum Loslassen? Das ist ungefähr 20 Jahre her. Magst du ein bisschen näher kommen? Ja. Du bist nicht so... Ja. Ja, jetzt ist besser. Ja, 20 Jahre her, dass ich die Musik meiner Kindheit, meiner Jugend nicht mehr gemacht habe, sondern gearbeitet habe in einer Firma. Ich war Teilhaber von einer GmbH. Ich habe Software entwickelt, den ganzen Tag. Habe 100.000 Codezeilen geschrieben in den Jahren. Ja. Finanziell auch sehr gut. Aber ich hatte irgendwie den Absprung verpasst, weil mein Ziel war, wieder Musik zu machen,
wenn alles so finanziell geklärt ist. Aber es lief finanziell wirklich hervorragend. Nur, weiß nicht, ob mir der Mut fehlte, das Vertrauen, das Wissen. Ich habe den Absprung irgendwie verpasst. Und dann war mein Leben der Meinung, dass es mich so sanft wie möglich und so beherzt wie nötig erinnert daran, dass ich doch hier bin, um Musik zu machen. Mein Leben mich an mich selbst erinnert. Und dann sind somit die schlimmsten Dinge passiert, die ich mir hätte vorstellen können in meinem Leben. Dass meine Familie kaputt gegangen ist, Freundschaften kaputt gegangen sind, tiefe Bindungen, tiefe Risse durch mein Leben gegangen sind, dann war Geld weg, dann war die Gesundheit weg. Es hätte nur noch gefehlt, wenn meinem Kind was passiert, damals. Ich habe ja für das Kind und die Familie, das ist meine erste Tochter, von der ich jetzt rede, habe ich halt gedacht, dass ich diesen Schritt tue, dass ich eben erstmal die Familie versorge und in dieser Welt Geld verdiene und für die Familie das mache. Und das war aber nicht die Wahrheit. Also die Wahrheit war viel, viel größer und die wollte ans Licht. Und dazu musste mir das Leben erstmal sehr viel wegnehmen. Und ich habe die Zeit gehasst. Ich wollte mich nicht umbringen, aber es fehlte nicht viel. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wusste nicht wie. Ich lag in meiner Rotze und in meiner Kotze auf dem Boden im Büro, wo ich hatte ein eigenes Büro, einen Raum für mich, wo ich nichts arbeiten konnte. Ich saß wie versteinert vorm Rechner und ich konnte nichts tun. Ich war ohne Leben. Und ich habe diese Zeit, wie gesagt, gehasst. Und ich habe damals gedacht, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und wie ironisch ist das Leben, dass ich heute hier sitze und zu dir sagen kann, das, was ich erlebt habe, ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich kann da natürlich nicht für alle sprechen. Und wenn wir hier vor vielen Menschen sprechen, die schwere Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben oder auch noch machen, sage ich es in allem Respekt vor all diesen Menschen. Aber ich erzähle von mir und ich habe das Glück, dass ich diesen Weckruf für mich so verstanden habe am Ende, was ich gemerkt habe, es ging darum, dass ich den Raum in mir, der so viel mit Musik zu tun hat, wo ich so viel geben und empfangen kann, dass ich den betrete. Du hast das irgendwann mal geschrieben bei dir, dass ja im Wort Trauma das Wort Raum steckt. Genau, ja, genau. Was ist das denn? Und so habe ich diesen Raum betreten unter großen Geburtsschmerzen und habe angefangen, wieder Musik zu machen, mich 2004 dann selbstständig gemacht, habe mein erstes Album dann im Büro aufgenommen mit meinem damaligen Gefährten, Cellisten, dem Georg, zu zweit. Jeder muss glauben, hieß das erste Album. Da spiele ich auch ein Lied heute von, ja. Und da ging es los, ne? Und heute kommt gerade das 10. Album raus. Ich habe mein eigenes Label inzwischen. Einfach. Ich bin kein Labelmensch, aber war kein anderes Label da, also habe ich eins gemacht. Und nach nur 5 Jahren Lesen habe ich es dann gemacht. Ich war ein bisschen langsam. Aber so kam das, ja. Und so habe ich aus, so habe ich in meinem Trauma den Raum entdeckt, um den es für mich ging. Ich hoffe, dass meine Geschichte für viele Menschen, denen das ähnlich geht, ja, es gibt bestimmt viele Aspekte von Trauma, viele Arten, vielleicht jeder findet seinen spezifischen Raum darin, aber ich hoffe, dass meine Geschichte eine Inspiration sein kann für Menschen, die noch drinstecken, dass sie loslassen und annehmen und es durch sich durchlaufen lassen vielleicht, um das zu erfahren, um es wirklich, um nicht dagegen anzukämpfen, sondern
es wirklich durch sich fließen zu lassen, auch sich da reinsinken zu lassen, aber nicht in Selbstmitleid oder in Verzweiflung, sondern als edles Wesen, was so eine krasse Seele hat, dass die entschieden hat, dieses Schicksal zu wählen. Man sagt ja immer, Gott gibt keine Schicksale auf, die die Seele nicht in der Lage ist, anzuhaben. Ich weiß nicht, ob das so ist. Es fühlt sich immer im Herzen auf jeden Fall hoffnungsvoll an. Aber ich wünsche mir, dass das so ist. Und ich glaube, dass gerade die Arbeit, die du jetzt tust, und auch die Arbeit, die ich versuche zu tun, weil ich bin durch dich auch wieder erinnert worden, dass meine Musik auch eine Art Traumaarbeit ist. Mein Ziel ist es, irgendwann ein Lexikon zu haben von sämtlichen wesentlichen menschlichen Emotionen. Ich habe über Trennung, über Verlustangst, über Abschied von Menschen, die sich entscheiden zu gehen, über Lebensfreude, über Täler und Höhen. Ich habe über so viel schon geschrieben, aber da ist noch so viel mehr. Und das möchte ich irgendwann machen. Und ich glaube, dass diese Arbeit so wichtig ist, gerade in dieser Zeit, weil sich so viel Schatten gerade zeigt. Und der zeigt sich nicht nur im Außen. Es macht für mich keinen Sinn mehr, den Fernseher anzumachen und zu schimpfen über das, was da passiert, oder auch zu verzweifeln über das, was passiert, weil der Schatten ist der Schatten, der gehört zur Welt. Und wenn der sich zeigt, dann will der angeschaut werden, im Großen wie im Kleinen, in der Gesellschaft wie beim Individuum. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und wenn man nicht nur den Schmerz und das Dramatische darin empfindet, sondern von Menschen hört, die damit umgegangen sind, dass darin ein Schatz versteckt sein kann, weil es eine Gelegenheit ist, wenn sich etwas zeigt, damit umzugehen. Und ich kann nicht verändern, dass es passiert ist, aber ich kann verändern, wie ich mich damit fühle, indem ich verändere, wie ich damit umgehe. Dass ich eine liebevolle, respektvolle, annehmende, tolle, wagemutige, kühne Art finde, damit umzugehen. Ja, mich hatte so gefangen, also was du jetzt gerade beschrieben hast, dass wenn man wirklich so tief fällt, sage ich mal, also wenn dann dieser Punkt auch kommt, aber dass man in sich selbst auch diese Stärke dann entdeckt und auch den Glauben entdeckt und vor allem die Stärke aber sieht, weil ich weiß, und zum Teil war ich ja selbst oft genug, dass ich ja Phasen durchlebt habe, als ich gedacht habe, ich bin nicht stark genug oder ich halte es nicht aus oder so. Und wenn wir heute das betrachten und heute auch, also wirklich jede Zuschauer und jede Zuhörer, die sind ja heute da. Das heißt, dass sie alle auch überlebt haben und durchstanden haben, was sie erlebt haben. Und wenn man so, ja, zum Teil furchtbare Dinge überleben konnte, dann kann man gar nichts anderes sein als stark. Und zwar deutlich stärker als viele andere. Und wie du sagst, dass wenn man wirklich den Schatz darin entdecken kann und sieht, was diese Stärke jetzt so mit sich bringt und unsere Sensibilität, was da entstanden ist, oder dass wir die Welt so in jegliche, ja, kleine Bewegung aufnehmen und dass wir es auch tatsächlich wahrnehmen können, dann entsteht eine ganz andersartige Stärke, finde ich. Und sobald wir halt den Weg gefunden haben, diese Stärke auch einzusetzen, bin sogar überzeugt von, dass wir sogar unsere Berufung finden. Also eine wirklich sinnvolle Aufgabe in unserem Leben, welche uns auch erfüllt. Also dementsprechend können wir auch, ja, glücklich sein und in Erfüllung leben. Ja. Aber jetzt zuerst loslassen. Loslassen. Genau, loslassen. Das Lied heißt Los und ist von dem aktuellen Album. Das ist per Crowdfunding entstanden zuletzt und ist noch gar nicht im Handel, wird aber in den Handel kommen, jetzt wahrscheinlich zu Weihnachten. Wir drehen gerade noch Videos und ich bin sehr froh, dass es
dass es das Lied gibt. Das ist für meinen Freund Uli. Ich will nicht mehr kämpfen, ich hab die Waffen gestreckt. Mit offenen Händen, mein Herz ist geweckt. Das Toben beendet, mit ganzer Kraft bleib ich stehen. Die Wege gewendet und ich beginne zu sehen. Ich lass los, ich lass los, ich lass los, mein Herz wird federleicht und alles beginnt von vorne. Es geht los, es geht los, es geht los, es reicht ein Federstreich und die Welt wird neu geboren. Schritt über das Land, die Kinder missraten und die Ernte verbrannt. Das Geld ist die Schlinge, die haben wir selber gemacht. Ich will nur zwei Dinge bis zum Ende der Nacht. Ich lass los, ich lass los, ich lass los, mein Herz wird federleicht und alles beginnt von vorne. Es geht los, es geht los, es geht los, es reicht ein Federstreich, die Welt wird neu. Ich lasse los, was ich dachte zu sein. Ich lasse los, lieber sein als Schein. Ich lasse los, dieses alte Spiel, ich lasse los, los, das macht so viel. Ich lasse los für die Zärtlichkeit und meine Lieben sind in Sicherheit. Ich lasse los, dieses alte Spiel, ich lasse los, los, das macht so viel. Wer ist dein Freund Uli? Uli ist ein Freund, ja, wir haben uns mal kennengelernt auf der Dresdner Schlössernacht. Und wir sehen uns nicht so oft, aber wir sind verbunden und ich hatte das Lied gerade fertig, da hat er mich gerade besucht zu Hause. Dann habe ich das Lied geschrieben. Vor Corona. Und da ging es ihm gerade sehr, sehr schlecht. Okay, ich war das nicht. Ja, da ging es ihm gerade schlecht. Da zeigte sich gerade viel Schatten in der materiellen Seite. Und er kam, saß auf dem Sofa. Ich habe ihm das Lied vorgespielt und habe es ihm geschenkt. Und ja, da flossen viele Tränen auf beiden Seiten. Das Loslassen ist ja immer ein zum Teil wirklich sehr schmerzhafter Prozess. Also ich kann ja nachvollziehen, wenn die Tränen geflossen sind. Und das nächste Lied ist auch, glaube ich, für dich auf jeden Fall mit etwas Schmerzen im Vorfeld verbunden. Es geht ja um einfach Danke. Da ist, glaube ich, deine Mama auch irgendwie mit darin. Ja. Genau. Erzählst du uns die Geschichte? Also,
Die entstanden ist das Lied, weil eine Frau auf mich zukam und sich für ihre Mutter ein Lied gewünscht hat, um sich auszusöhnen. Und wie das immer ist, wenn jemand mich bittet, ein Lied zu schreiben, dann hat das immer auch was mit mir selbst zu tun. Mhm. Das kennen alle, die mit Menschen arbeiten. Coaches, ne? Mhm. Kennst du sicher auch, dass immer auch ein Geschenk für einen selbst mit enthalten ist, wenn man selber auch durch die Arbeit konfrontiert wird mit einer gewissen Thematik und die nochmal neu anschauen darf. Mhm. Mal anderen, durch den anderen und dann selber auch weiterkommt. Ich finde das ein unglaubliches Phänomen. Ja. Welt so funktioniert. Es ist ein selbstnährendes System, was wir als Menschen haben und was zwischen uns lebt, wo die Dinge wachsen und sich entwickeln, bin ich total dankbar für. Und so war es auch bei diesem Lied, dass ich sozusagen die Beziehung zu meiner Mutter, die auch durch Corona etwas beschattet war, angeschaut habe und auch mich mit ihr auf eine Weise aussöhnen konnte durch das Lied. Also ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, mich hineinzuversetzen in die Lage, auch wenn es jetzt um ein Lied geht, was eine Tochter an die Mutter singt, kann es auch ein Sohn an die Mutter oder ein Sohn oder Tochter an den Vater singen oder wen auch immer, der im Leben die Rolle eingenommen hat. Ja? Das ist ja frei. Man fühlt es im Herzen, ob man was damit anfangen kann. Ja. Einen betrifft, ja. Und ich nehme, als das Lied fertig war, war ich so glücklich darüber, dass es zur Welt gekommen war, weil ich das seitdem überall wahrnehme, wie viel Verletzung es zwischen den Generationen gibt. Da ist so viel Versöhnungsarbeit zu machen. Und Versöhnung ist auch Loslassen. Loslassen von Schuldzuweisungen. Mhm. Der andere, ist der Täter? Bin ich das Opfer? Wie ist das? Oder hat der andere die bestmögliche Liebe gegeben, die ihm möglich war zu geben, weil es das war, was er oder sie gelernt hat? Mhm. Mhm. Man kann ja das nur weitergeben, was man erstmal bekommt. Wie viel Liebe ich als Kind bekomme, wenn ich schutzlos bin und man bringt mir bei, was Liebe ist. Und da sind am Anfang in der Regel, denke ich mal, sehr viele Bedingungen dran geknüpft. Und dann fängt man an, sich zu verbiegen und zu verstellen, um zu überleben, emotional. Aber das ist keine böse Absicht. Ja. Ich bin Vater von 3 Töchtern. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe mein Bestes getan. Und ich habe durch das Leben gelernt, besser zu werden, liebevoller zu werden, weiter zu werden. Und liebevoll, damit meine ich nicht immer weich gespült und wir fassen uns alle an und alles gut, sondern ich meine, ehrlich im Herzen zu sein und gegenwärtig zu sein. Ja? Und meine Liebe kann auch mal laut sein. Als Papa habe ich da ja auch eine gewisse Qualität. Ja? Meine Liebe kann auch manchmal sehr, sehr streng sein, aber es ist liebevolle Strenge. Und da wachse ich rein. Das konnte ich nicht von Anfang an. Ich bin auch immer noch auf dem Weg, aber ich finde das einen liebevollen Ansatz, wenn man da so rangeht und so eben versteht, dass es nicht Täter und Opfer gibt. Es gibt Rollen in diesem Spiel, wie in einem Film, wo es die Rollen gibt. Und ja, es ist im Film so wie im Leben. Da kommt ein Protagonist, ein Hauptdarsteller, in die Bredouille. Ihm passieren wirklich schlimme Dinge. Und dann schauen wir zu, wie er damit umgeht. Und wir schauen uns in unserem eigenen Leben zu, wie wir damit umgehen. Aber was wir dadurch machen, ist nicht nur Leiden, sondern durch diesen Druck des Leids entwickeln wir im besten Fall Konzepte und Weite, da ist wieder der Raum, wie wir damit umgehen. Und ja, das möchte ich mit diesem Lied beitragen zu diesem Thema Versöhnung der Generationen und möchte es gerne singen. Das heißt einfach Danke und ist auch auf dem neuen Album. Ja. Was hatten wir für Zeit? Doch das war früher mal. Ich bin so froh, dass er sehnte, das ist jetzt da. Was haben wir gestritten? Mal leis, mal bis aufs Blut. Doch wo Feuer ist, ist Liebe.
und deiner Glut. Ich will dich nicht mehr ändern, ich ändere einfach mich. Von dir hab ich gelernt, das ist alles möglich. Ich will dich nicht mehr anders, ich will dich einfach nah. Ich sehe ein Licht in dir und es ist wunderbar. Hab dich in meinem Herzen, ein Band, das nie zerreißt. In mir brennt eine Kerze, ich will, dass du das weißt. Und sie trägt deinen Namen, auf ewig ist sie da. Ich sage einfach Danke, ich liebe dich, Mama. Ging meinen eigenen Weg und schlug die Türen zu. Jetzt stehen wir an der See. Ich bin ich und du bist du, wirfst deinen Stein ins Wasser. Ich werfe meinen auf, wir lassen los und es ist groß. Ich fühl's in meinem Bauch, ich will dich nicht mehr ändern. Erkenne einfach mich, von dir hab ich gelernt, dass alles möglich ist. Ich will dich nicht mehr anders, ich will dich einfach nah. Ich sehe ein Licht in dir und das ist wunderbar. Hab dich in meinem Herzen, ein Band, das nie zerreißt. In mir brennt eine Kerze, ich will, dass du das weißt. Sie trägt deinen Namen, auf ewig ist sie da. Ich sage einfach Danke, ich liebe dich, Mama. Ja, auch der Prozess der Versöhnung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Und mit Sicherheit, dass jeder ganz individuell das durchläuft und auch, dass es höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen geht. Darf ich dich fragen, was deine Mama dazu gemeint hat? Hat sicherlich schon gehört, das Lied, oder? Ja, sie hat es gehört, ja. Sie hat sich gewundert und dann gefreut. Mhm. Das kann ich dazu sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, ein schönes Zeichen setzen auch für sie, dass du ein Lied gewidmet hast und dass du es anerkennst, was sie geben konnte, also ja. Ja, genau. Ja, ich glaube, dass man durch diese Herangehensweise beide Seiten befreien kann. Zwei auf einen Streich. Ich höre mit meiner kleinen Tochter gerade auf dem Weg zur Kita immer das tapfere Schneiderlein. Gürtel, da steht drauf, 7 auf einen Streich. Weil er 7 Fliegen erschlagen hat. Ja. So kannst du 2 auf einen Streich. Mhm. Ja, genau. Ja, du hast auch ein anderes ganz wunderbares Lied mitgebracht, das Leuchten der Sterne. Und das ist ja für mich so ansprechend. Also das spricht mir sofort an, schon alleine, weil es auch um Sterne geht, ja. Und Sterne haben ganz besondere Bedeutung in meinem Leben.
Ich nenne zwei Personen, zwei Menschen in meinem Leben, die sind die zwei wichtigsten. Und die nenne ich beide Sterne. Ich sehe sie als Sterne an. Und was verbindet dich zu diesem Lied? Was meinst du mit dem Leuchten der Sterne? Ich habe das geschrieben damals in der tiefen Schwärze. Und ich habe in mir, als ich mich wieder der Musik geöffnet habe und mich mir selbst eigentlich geöffnet habe, also erstmal zu lernen, dass ich eine innere Stimme habe und dass ich der zuhören kann und dass ich der auch folgen kann und dass sich das gut anfühlt, in dieser schweren Zeit einen Punkt in mir gefunden, der eine Quelle ist von diesem Wissen. Mhm. Und diese Weisheit, das Wissen, was im Herzen ist, ist ja Weisheit. Mhm. Ich habe durch die Musik in mein Leben diese Herzweisheit gebracht, um aus dieser Zeit herauszukommen und tatsächlich neu geboren zu werden. Mhm. Bin nicht derselbe, der ich damals war, und doch bin ich's. Ich bin alchemistisch komplett verändert worden. Alle meine Elemente wurden gewürfelt, geschüttelt unter Schmerzen und dann neu zusammengesetzt. Und so sitze ich heute hier. Mhm. Und dafür bin ich dankbar. Und ich kann durch meine Musik, das sind ja nicht nur Töne, sondern durch die Töne werden Worte in mir inspiriert, die mir einfallen, die sich für mich dann stimmig anfühlen, wo ich dann manchmal auch davor sitze und sage, wow, das hast du gerade geschrieben, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Es ist auch jetzt so, gerade in der Corona-Zeit, dass ich Lieder, die ich vor 15, 20 Jahren geschrieben habe, auf einmal so einen starken Bezug zu der Zeit jetzt haben, zu dem Schatten, der sich überall zeigt, zu den vielen Menschen, die verzweifeln, und zu den anderen vielen Menschen, die gerade in dieser Zeit erwachen in eine neue Qualität von Lebensfreude und in eine neue Dringlichkeit von, was haben wir mit diesem Planeten und mit uns eigentlich getan? Was haben wir uns an? Lasst es uns anders machen. Und hier schließt sich der Kreis, weil ich denke, wir müssen manchmal, und das will ich mit dem Lied ausdrücken, durch die Dunkelheit gehen und sie komplett durch uns durchlaufen lassen und uns gewöhnen an die Dunkelheit, um dann das Leuchten der Sterne überhaupt wahrzunehmen und zu sehen, dass da eine Kraft ist, die allgegenwärtig ist und die uns auch beschützt, die gleichzeitig oben ist und gleichzeitig hier drin. Ich glaube nicht an einen Gott, der draußen irgendwo ist. Für mich ist Gott alles, was ist. Und wenn man sich diesem öffnet, dann heißt es ja auch, dass er in mir ist und in dir und überall und dass ich immer einen Bezug dazu haben kann. Und ein, ich singe das einfach. Ja, genau. Das klingt nicht von alleine. Mhm. Zuhause sein oder Kulisse. Ich bin der Letzte hier, diese hier sind menschlich verarmt. Den Wert von was erkenne ich leider erst, wenn ich's vermisse. Meine Sehnsucht ist heute noch als Selbstmitleid getan. Müssen wir erst die Nacht durchstehen, bevor wir wieder den Morgen sehen. Sende deinen Mut in die Ferne, gib deinen Augen 2 Minuten Zeit.
höre sie an, die Dunkelheit, und du siehst das Leuchten der Sterne. Früher war hier mehr los, warum geht so was Schönes in die Brüche? Zwei Stühle stehen noch da, nur der eine ist zum Sitzen gedacht. Du weißt nicht warum und fragst es laut, es steht im Raum ohne Echo. Ein Bild von euch, es hängt noch da, der nächste nimmt es irgendwann. Erst die Nacht und schwing vor, wer wieder den Morgen sehen, sende deinen Mut in die Ferne. Mit deinen Augen zwei Minuten Zeit, gewöhne sie an die Dunkelheit, und du siehst es Leuchten an den Sternen. Vielleicht müssen wir erst die Nacht und schwing vor, wer wieder den Morgen sehen, sende deinen Mut in die Ferne. Mit deinen Augen zwei Minuten Zeit, gewöhne sie an die Dunkelheit, und du siehst das Leuchten. Als wir jünger waren, wir hatten doch einen anderen Plan, oder? So was könnte uns nie passieren, wir hätten uns geschworen. Danken wen auf Altmast, doch Hauptsache ist, dass sie wehren. Doch hab ich nicht gut genug unter meinen Füßen den Morgen sehen, sende deinen Mut in die Ferne. Mit deinen Augen zwei Minuten Zeit, gewöhne sich an die Dunkelheit, und du siehst das Leuchten der Sterne. Vielleicht müssen wir erst die Nacht schwimmen, bevor wir wieder den Morgen sehen, sende deinen Mut in die Ferne. Mit deinen Augen zwei Minuten Zeit, gewöhne sich an die Dunkelheit, und du siehst das Leuchten der Sterne. Ja, danke. Jetzt haben die Leute, also das Leuchten der Sterne, die Dunkelheit auf jeden Fall erjagt, sage ich so. Ja, also Klaviermusik berührt mich insbesondere. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist auch mit meiner Kultur so verbunden. Nicht nur Klaviermusik, sondern auch mit Geige. Aber das ist so ganz, ganz, ja, nah an meinem Herzen. Und ja, ich finde es jetzt einfach nur schön, hier da zu sein. Das ist schön. Es freut mich, wenn ich
hier beitragen kann. Du hast ja geschrieben, dass wir diesen ersten Tag nutzen wollen, um die Lebendigkeit zu feiern. Und das finde ich so großartig, weil du sozusagen gleich mal eine Fahne hinsteckst in die Erde und sagst, wenn wir jetzt unseren Schatten anschauen, wenn wir über so viel tiefe Dinge reden, ja, vergessen wir nicht, worum es geht, wo wir hinwollen. Die Quelle in uns, das von Lebensfreude und Lebensbejahung, ja, Hingabe an den Moment, dass du gleich ein Zeichen setzt und es so die Möglichkeit gibst, dass man sich gleich mit diesem positiven, hellen Teil verbinden kann, weil es dann viel, viel leichter ist, mit der Taschenlampe in den Keller zu gehen und sich die dunklen Sachen anzuschauen. Und ich danke dir, Gabriella, ich denke im Namen von ganz vielen Menschen, dass du diese Arbeit machst, dass du das auf dich genommen hast, diesen Weg zu gehen. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich bewundere dich. Du hast Nerven wie Stahl. Oh. Bei allem, was wir vorhin in den letzten Tagen, es ist technisch noch nicht so funktioniert hat, was wir erlebt haben, wie stabil du geblieben bist und wie humorvoll du geblieben bist, das ist wirklich eine Qualität. Und ich möchte einfach Danke sagen. Und danke, dass du diese Arbeit machst. Und ich hoffe, das ist der erste von ganz vielen Kongressen, die diesem Thema und dieser Arbeit gewidmet sind. Und ja, da gehe ich fest von aus. Ja, genau. Du machst ja den musikalischen Auftakt. Das ist ja doch unglaublich, oder? Ich freue mich tierisch. Das ist wirklich, das ist großartig. Ja, das hat dann der nächste Song geht um Veränderung. Also und zwar so, dass du die Veränderung begrüßt. Also du sagst ja Hallo Veränderung, ja? Also im Sinne, ja, her mit dir. Wie kommt man, ja, von Dunkelheit und dann, ja, über das Leuchten der Sterne bis zu diesem State oder Zustand, ja, wo du sagst, jawohl, jetzt bin ich stark genug oder so und jetzt will ich aber wirklich das vollenden, sag ich mal. Ja, ich nehme an, das ist ein Naturgesetz. Expansion ist ein Naturgesetz. Ja, wir erleben das in der Gesellschaft sehr stark auf der wirtschaftlichen Seite. Natürlich, wenn ich eine Firma habe, dann will ich, dass die wächst und dass die expandiert. Aber ich habe doch auch ein Herz. Und der Mensch ist doch vor allem auch ein fühlendes Wesen. Und das Herz will auch expandieren. Mein Erleben ist so, dass ich über all die Jahre erlebt habe, wie mein Herz sich geweitet hat und dass meine Attitüde zum Leben und auch zu den lichten und den dunklen Seiten sich geweitet hat und verändert hat, was mich zu einem glücklicheren Menschen macht. Aber hallo, sowas von. Wenn ich mich jetzt nebeneinander stellen würde, den Hannes Kreuziger von damals und den Hannes von heute, dann würde man glaube ich, ganz schön staunen. Aber das ist gut, weil staunen heißt, da ist ein Wunder passiert. Und mir ist wirklich ein Wunder passiert, dass ich heute hier sein darf. Ne? Dass ich heute hier bei dir sein darf. in dem Lied drückt sich eigentlich aus, dass ich gelernt habe, von meiner Attitüde die Veränderung so willkommen zu heißen und zu umarmen, weil ich so oft erlebt habe, dass eine Krise oder eine Dunkelheit immer einen Schatz und ein Geschenk mitbringt. Immer. Ich habe es noch nicht einmal erlebt. Ich kann nicht für andere Menschen sprechen. Ja, ich will auch nicht pietätlos oder despektierlich sein. Ich weiß, wenn man da drin steckt, dann ist das Letzte, was man braucht, jemand, der Klugscheiß hat darüber, dass es alles nicht so schlimm ist. Aber aus meinem Erleben ist es so. Ich habe es erlebt und ich bin da dankbar für, dass in jeder Dunkelheit tief ein Licht verborgen ist. Ja, jetzt habe ich irgendwann verstanden, dass das Yin-Yang-Zeichen, ne, kennt jeder. Ja. Helle und die dunkle Seite. Ja. In der hellen Seite ist ein dunkler Punkt und in der dunklen Seite ist ein heller Punkt. Und das war für mich immer das Bild für dieses versteckte Geschenk. Der Schatz der Erkenntnis. Und ja, darum geht es in dem Lied. Ich sag Hallo Veränderung und ich glaube, das passt auch ganz gut in die Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich fahr zum Supermarkt, die Stimmung ist gedrückt, viele sind schlecht gelaunt oder gehen gebückt. Dabei ist so viel los, die ganze Welt blüht auf, hallo Veränderung. Ich stehe da drauf, das Alte geht kaputt, wenn's nicht mehr tragen kann. Das Neue lacht mich an, ich habe keinen Plan, ich habe keine Angst, ich habe nur Vertrauen. Lass mal schauen. Hallo Veränderung, ich breit die Arme aus, hallo Veränderung. Willkommen in meinem Haus, hallo Veränderung. Du machst mich richtig froh, richtig froh. Die Zukunft in der Hand, sie ist noch klein und schmal. Die Engel sind schon dran, bitte beeilt euch mal. Du brauchst so viel Zeit, ich nehme dir's nicht krumm. Denn das Orchester spielt den Soundtrack mit Bumm. Gott oder Evolution, ist doch ganz egal. Die Zukunft wartet schon. Ich richte meinen Schaden, hallo Veränderung. Ich hab dich wirklich lieb, als dem mach ich dich an. Schieb, 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 hallo Veränderung. Ich bleib die Arme aus, hallo Veränderung. Willkommen in meinem Haus, hallo Veränderung. Du machst mich richtig froh, so richtig froh. Ich fahr zum Supermarkt und alle lachen mich an. Wir tanzen bei den Getränken, bis ich nicht mehr kann. Ich seh es in den Augen, ich spür's in jeder Zelle. Wir haben es geschafft, das war die letzte Welle. Eine Welle der Liebe aus der Nachbarschaft. Sie kam direkt von hier, was so ein Nachbarschaft. Es sind die kleinen Dinge, die die Welt bewegen. Jetzt lass uns tanzen, Baby, ich bin dafür statt dagegen. Hallo Veränderung, ich halt die Arme aus. Hallo Veränderung, also die Veränderung ist jetzt angekommen, glaube ich. Das kannst du gar nicht anders sagen. Wow, also das macht richtig, richtig Lust. Ja. Wir haben dazu ein Video gedreht, gerade geschnitten. Wir haben einen Freund, der hat einen Supermarkt, einen richtig großen Supermarkt. Mhm. Und da durften wir an einem Sonntag rein. Ach. Und da haben wir einen Tanz-Flashmob gemacht. Mhm. Mit ganz vielen Leuten, die anfangen im Supermarkt zu tanzen. Ne? Also bei den Getränken, bis ich nicht mehr kann. Das haben wir aufgegriffen. Und das war so genial. Wir hatten so viel Spaß. Es waren die Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das reicht voll mit. Das kommt demnächst raus in den nächsten Wochen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, weil das Lied für mich, das ist nicht nur das Umarmen der Veränderung. Es ist auch wirklich einfach das Bekenntnis zu einer Lebensfreude, aber nicht aus, wie gesagt, aus einem verkopften Optimismus, sondern wirklich vom Herzen, dass ich die Quelle von dem, was gut ist und was menschlich ist und was schön ist, Brüderlichkeit, Gemeinschaft, Musik, Tanzen, sich in den Armen liegen, das alles ist menschlich und das ist auch alles eine Frage der seelischen Gesundheit. Mhm. Und wir reden ja in der letzten Zeit so viel über Gesundheit. Darüber sollten wir auch reden. Und vor allem sollten wir es machen, dass wir füreinander da sind. Ja,
Ja. Weil es gibt einander so viel, nicht wahr? Also wenn einfach Menschen für den anderen da sind und zeigen, dass man auf sie zählen kann. Dass genau. eine Bindung da ist. Ja. Mhm. Ja. Wow. Ja, und. Jetzt wollten wir ja noch ein Lied machen, aber jetzt ist es schon über die Zeit hinüber. Ja. Wie du möchtest. Ja, ich wollte die jetzt gerade noch anmoderieren. Ja. Das heißt ja, der Klang, den deine Seele macht. Ja. Wie hast du dir das Lied geschrieben? Also, wodurch ist das entstanden? Die mittlere von unseren drei Töchtern hat eine Wahnsinnsstimme, eine gottgegebene Gesangsstimme. Und ich begleite sie seit so vielen Jahren darin, auch als Papa und als Künstler, sie zu ermutigen, dass sie ihren Weg da findet. Mhm. Und es ist ihr oft nicht so leicht gefallen, Ja zu sagen dazu und sich ja in sich den Mut zu finden, das Vertrauen. Ja, wenn man als junger Mensch in diese Welt schaut, in der gerade so viel Wahnsinn sich zeigt, wie willst du da freiwillig Künstler werden? Ja, ja. Und ich habe ihr dieses Lied geschrieben, weil ich ihr sagen wollte, hör auf dein Herz. Mhm. Gerade wenn es draußen schlimm ist, hör auf dein Herz. Die Leute brauchen Leute, die auf ihr Herz hören und danach handeln. Mhm. Für mich ist das eine Definition von Heldentum. Jemand, der im Trainanzug vom Dach springt und dann fliegt vielleicht, sondern jemand, der einfach auf sein Herz hört und danach handelt. Mhm. Das ist ganz schlicht. Das kann jeder tun, das kann jeder erreichen. Ja? Die Filme erzählen uns oft, dass wir dann einen Helden haben, einen Superman oder so, der dann die Welt rettet. Mhm. Aus dem Film mit so heroischen Gefühlen oder was so erinnerlicht hast, aber nach 3 Stunden ist da nichts mehr übrig, weil einer kann es nicht schaffen. Wir schaffen es nur zusammen. Ja. Wir alle sind die Veränderung. Mhm. Und wenn man auf sein Herz hört, dann passiert ja auch, dass so viele Türen aufgehen, dass so viele Menschen in dein Leben treten, die auf einmal wie von Geistern oder von Zauberhand auf einmal präsent sind, auf einmal da sind und Hilfe anbieten und Möglichkeiten, die sich tun, die sich auftun, das ist wirklich magisch, wenn man sich einlässt darauf, auf diesen Weg. Ja? Und ich bin super happy darüber, dass sie sich vielleicht auch durch das Lied verändert hat und einlässt. Dass sie sich angefangen hat, sich darauf einzulassen, den Weg gegangen ist. Sie singt jetzt in meiner Band. Ah, wow. Und hoffentlich irgendwann so weit sein, dass ich in ihrer Band spiele. Mhm. Cool. Darf. Cool, ja genau, wenn du da noch darfst. Also, das ist ja noch eine Frage. Okay, ja. Ja, jetzt sind wir gespannt. Für euch. Hoffnung kann dich verlassen, wenn du kein Licht siehst in deiner Welt. Die Schatten wollen dich fassen, weil du grad nicht der bist, der nicht fällt. Dabei sein
ändert alles, lass uns sie zu mir ein, wie ein Kind. Und sie und unser Glas, weil sie nicht sein als vergangenheit sind. Und man muss in deinem Herzen denken, wie zu. Also das ist ja, das war ja wirklich pure Freiheit, ja. Und ich glaube, dass auch Menschen, die ja sehr, sehr viel ja, Verletzung und Schmerz erlebt haben, die sind ja häufig so gefangen, ne, in diesem Schmerz. Und sie bauen sich ja selbst so in so einem kleinen, ich sage nicht Gefängnis, aber wie wo die Vögelchen da so drin sind, ne? Wie heißen die? Die Käfig. Ja. Genau. Und sobald man ja da ausbricht und da rauskommen kann, dann ja, man befreit sich selbst letztes Endes, oder? Ja. Mhm. Das ist so. Mhm. Ja. Danke, dass wir das zusammen gemacht haben. Ich wünsche dir und allen, die dabei sind, allen Referenten und allen Gästen und Zuschauern ein paar wirklich phänomenale Tage mit ganz viel Erkenntnis und Einblick und Einsicht und Erlösung und Freiheit und Glück und Liebe. Und ich werde das verfolgen und danke dir nochmal für alles. Ich danke, dass du da warst und ja, und ich danke auch ja, dem Leben, dass wir es gemeinsam jetzt so erleben durften. Und wir wohnen ja ganz nah zueinander, nicht wahr? Das wissen ja viele nicht. Sozusagen sind wir Nachbar bei Berlin. Genau. Okay, ja, dann verabschieden wir uns jetzt und für alle Zuschauer und Zuhörer natürlich noch eine wunderschöne Zeit und alles Liebe von uns. Tschüss!